Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Es ist Montagmorgen, heute ist der 29.10.2018. Ihr seht also, dieses Video ist hochaktuell und wir reden heute mal über Paniksignale. Was ist da, oder Panikzeichen besser gesagt, was ist da in den letzten Tagen passiert und bedeutet das, dass wir jetzt schon den Boden gesehen haben? Jetzt alles hier im Video. Ich will euch gleich zu Beginn erst noch was zeigen. Und zwar, ich habe ein cooles Geschenk bekommen. Und zwar, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau von wem. Ich muss das noch eruieren. Es war eine Kiste voll mit Büchern, richtig coole Sachen. Und unter anderem war da etwas dabei. Und zwar das hier. Guckt mal. Das ist ein, da kann man Standardabweichung simulieren. Und zwar als Spielzeug. Und zwar sieht das Ganze so hier aus. Und da sieht man die Verteilung und wie sich es eben dann tatsächlich in der Natur verteilt. Wahrscheinlich, ich muss mal probieren, wenn der Markt mal ein bisschen in Schieflage ist, ich will mal gucken, dann kann es eben auch mal so sein. Ne? Eine ziemlich coole Sache, wer weiß, oder wer, wenn derjenige, der das mir geschickt hat, das jetzt hier gerade sieht, melde dich doch mal bei mir. Also ich finde es eine coole Sache. Ich weiß aber eben nicht, von wem es ist. Aber große Klasse. So, komm, lass uns mal zum Thema kommen. Also Montagmorgen. Am Freitag hat es nochmal richtig, so richtig gekracht hat es eigentlich nicht, aber es ging schon runter. Nochmal in den Märkten. Ich schaue jetzt gerade nochmal den S&P an. Also da haben wir nochmal ein richtig neues Tief gemacht. Wir sind unter die Tiefs vom 24. nochmal runter, sind runtergegangen im Future bis auf 2628 und machen wir uns nichts vor, die Charts sehen alle katastrophenmäßig aus. Ne? Das ist aber normal. Immer wenn ein Markt zusammenbricht, dann sehen die Charts katastrophenmäßig aus und deswegen kann man da nicht nach Charttechnik handeln, zumindest nicht nach den klassischen Prinzipien, wie wir machen. Ne? Also sagt, ich schreibe jetzt einen Put auf eine Aktie, die im Aufwärtstrend ist und so weiter, weil du wirst diese Aktien kaum finden. Und deswegen schauen wir uns ja diese Panikzeichen an. Könnt ihr hier mal oben schauen, gebt ein Optionsstrategien plus Panikzeichen, findet dann ein paar Videos darüber. Und ich will euch einfach mal nur ein paar auflisten, was es in den letzten Tagen da alles so gab. Also wir fangen mal an. Was gab es? Zum Beispiel neue Hochs, neue Tiefs. Schon seit einigen Tagen haben wir einen extremen Anstieg der neuen Tiefpunkte, sowohl an der NICE als auch an der Nasdaq, und das hat mittlerweile Umfänge erreicht, wo man sagen muss, das war in der Vergangenheit immer an, entweder direkt oder in der Nähe von Tiefpunkten. Ja, also gerade jetzt, wenn wir uns hier die NICE anschauen, da haben wir um die 500, weit über 500 neue Tiefs gemacht, also 52 Wochen Tiefs an einem Tag, und das ist schon ein Panikzeichen. So, was haben wir noch gehabt? Natürlich, da mache ich euch auch mal ein Bild jetzt hier rein, der Fear and Greed Index, ne? Also Angst und Gier Index. Und wenn man sich den anschaut, der ist aktuell bei 6. Der war vor einigen Tagen, ich drucke mir das ja hier immer aus, beziehungsweise speichere mir das ab, der war auch schon mal bei 6. Also da ist es schon relativ weit runtergegangen. Auch das sind eigentlich die Zahlen, an denen man ein Tief findet. Also Fear and Greed Index haben wir auch Panikzeichen. So, was haben wir noch? Put-Call-Ratios. Hier hakt es noch ein wenig, aber am Freitag haben wir zum ersten Mal so richtig Angst gesehen. Und zwar nicht nur mal eine halbe Stunde, sondern eigentlich den ganzen Tag hindurch. Wir hatten am Freitag öfters mal über 1,20, zum Schluss sogar 1,31. Also das heißt, es wurden 30% mehr Puts als Calls gehandelt. Auch das ein Hinweis auf Panik am Markt. Also man kann die Panik quasi riechen. Was haben wir noch? Da haben wir schon drüber gesprochen. Uns fehlt immer noch ein 90%iger Abwärtstag oder ein Aufwärtstag. Den hatten wir auch noch nicht. VVIX, die Volatilität der Volatilität. Schon bereits am 11. Oktober bis auf 145 ungefähr gegangen, jetzt wieder runtergekommen, also auch das ein Panikzeichen. Und noch ein weiteres Panikzeichen, wir haben alleine in den letzten Tagen viermal eine VIX-Umkehr gesehen, ne? Also eine 3-Punkte-VIX-Umkehr und auch das ein klassisches Panikzeichen. So, an der Stelle, wenn jetzt jemand von euch nur Bahnhof versteht und sagt, Panikzeichen,
VVIX, VIX-Umkehr, Put-Call-Ratio, was Gottes Willen, was meint der Typ da alles? Das ist aus unseren Webinaren, Optionshandel für kleine Konten, gab es Auflage 1 bis 4, haben wir jetzt alles neu gemacht, haben wir alles neu gedreht, habt ihr unten den Link, also wer das, die meisten von euch kennen das, aber wer damit überhaupt noch nichts anfangen kann, ne, der schaut sich das unten an, also der holt sich das Ganze, schaut sich das Ganze an und da sind diese Pornic-Zeichen jedes einzelne detailliert beschrieben. So, jetzt sind die Pornic-Zeichen auch nur das eine, denn es ist ja schön zu wissen, dass man Pornic hat. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jetzt der Markt unten ist. Also um schon mal die Frage zu beantworten, sind wir jetzt schon unten? Das weiß man natürlich nicht, ne? Weil in den letzten Jahren war es immer so, dass wenn der Markt solche Panikzeichen gezeigt hat, wir am Tief waren. Können wir jetzt sagen, hey super, ist doch alles gut, dann können wir doch jetzt wieder Attacke Putz schreiben. Und wir haben auch schon angefangen, solche Puts wieder zu schreiben, aber, und das habe ich am Samstag im Video erklärt, momentan nur Cash-Secured Puts. Das heißt also nur Puts, wo wir im Zweifelsfalle auch gerne die Aktien nehmen würden. Ne? Wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja einige Aktien, die deutlich runtergefallen sind. Und es hat jemand im Kommentar gefragt, warum legt ihr denn Limits und warum nicht nur Cash-Secured Puts? Ich habe es in den Kommentaren schon darunter geschrieben, beispielsweise Amazon, wenn du da jetzt einen Cash-Secure-Put schreibst und sagen wir mal, du denkst, ey, die ist jetzt von 2000 auf 1600 runter, bei 1400 würde ich sie kaufen und du schreibst da einen Cash-Secure-Put, super, kriegst ein paar $100 Prämie, aber du müsstest im Zweifelsfall auch für $140,000 Aktien kaufen, 100 Stück, 1400. Ja, also deswegen legst du da vielleicht lieber, wenn du nur eine dir kaufen willst oder zwei, lieber ein Limit hin, als dass du sagst, ich mache da einen Cash-Secured Put. Okay, so, das Punkt Nummer 1. Ich mache auch diese Woche nochmal ein Video, Unterschied Limit und Cash-Secured Put. So, das heißt also, wir haben noch nicht angefangen, wieder normale Puts zu schreiben, also nach dem Short-Put-System, wo wir sagen, hey, wir wollen nur die Kohle haben. Wir wollen die Aktien überhaupt nicht haben. Und zwar, warum machen wir das noch nicht? Der Grund ist der, wie gesagt, seit 2009 hat das immer funktioniert, immer diese Panikzeichen und du konntest eigentlich immer deinen Putz schreiben und das hat funktioniert. Aber, und das ist jetzt das Aber, ihr müsst euch den Markt vorstellen, als wär das ein kleines Gummiband. Ne? Als hättest du so ein Gummiband, stell dir vor, das ist so der Markt und dieses Gummiband ist jetzt extrem gedehnt. Und jetzt, was wird passieren? Das Gummiband wird zurückschnappen. Ne? Das Gummiband schnappt zurück und das würde uns ja schon ausreichen. Das Problem ist aber, ein Gummiband, jetzt mache ich mal Clickbait, damit die Videos auch hier hoch bewertet werden, stellt euch einen Schlüpfergummi vor. So wie es früher war. Ne? Früher, da hatten die, wer ein bisschen älter ist, da wurden noch so Gummis oben eingenäht in die Unterhosen. Ne? Also nicht, hat man nicht privat gemacht, sondern so wurden die damals hergestellt. Und was ist manchmal passiert? Der ist gerissen. Ne? Also wenn du das Ding überdehnt hast, gedehnt und dann schnappst du nicht zurück, sondern ein bisschen zu weit gedehnt, bums, und dann bricht er halt. Du standest dann früher ohne Unterhose da oder mit runtergelassener Hose. Und im Markt könnte das eben jetzt auch passieren, dass der Markt zusammenbricht. Also dass wir, obwohl wir überall diese Panikzeichen haben, obwohl die Angst greifbar ist, na, ist natürlich die reelle Gefahr und die muss man einfach als verantwortungsvoller Händler einkalkulieren, dass man sagt, ja, die Wahrscheinlichkeiten sind extrem groß, dass der Markt jetzt nach oben wieder wegschnappt. Und dann wäre das natürlich ein perfektes, heute zum Beispiel jetzt ein perfekter Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie gesagt, Montagvormittag, der S&P 15 Punkte im Plus gerade aktuell, der DAX 100 Punkte, dann wäre das natürlich der perfekte Zeitpunkt, um jetzt Puts in den Markt zu schreiben. Es gibt aber dieses Risiko, dass das Band reißt und wenn dieses Band reißt, dann sacken wir brutal nach unten nochmal weg. Das heißt, dann hast du auch schnell nochmal 10% Minus auf der Uhr stehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, na klar kriegt man jetzt super schöne Prämien. Und wenn das dann aber passiert, dann nützen ja diese sehr schönen Prämien nichts. Weil wenn der S&P nochmal 10% durchfällt und du hast 10% unten drunter geschrieben, dann kannst du dir vorstellen, was mit deinen Optionen passiert. So, und deswegen, was musst du machen? Oder was? Du musst überhaupt nichts, aber was solltest du machen? Was machen wir? Wir fangen an, in ganz, ganz großen Konten diesen Markt
anzutesten. Und zwar anzutesten mit Spreads. Das heißt, wir fangen an, kleinste Positionen zu schreiben. Ne? Wirklich kleine Positionen zu schreiben und nutzen dazu Spreads, dass wenn der Markt reißt oder das Band reißt, ne? Also wenn der Markt quasi, wie Amerikaner sagen, nochmal aus dem Bett fällt, dann wissen wir, okay, wir haben ein gewisses Risiko im Markt, aber auch nicht mehr. Uns kann es nicht die Konten um die Ohren hauen. So. Also das heißt, wenn du ein größeres Konto hast, kannst du das schon mal testen, dass du sagst, okay, du kannst auch von mir aus ein paar VXX Bear Call Spreads schreiben oder so, aber mach Spreads am Anfang, okay? Geh von mir aus auch, kannst auch 3 Kontakte im VXX oder was auch immer short gehen, wie du dir das vorstellst, ne? Also, aber klein, klein, klein. So, und wenn du ein kleines Konto hast, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dann warte auf eine Bestätigung des Marktes, dass er sich ausgekotzt hat. Wir haben immer so den Drang, dass wir sagen, wir müssen genau den Tiefpunkt erreichen. Und stell dir mal vor, morgen am Dienstag sehen wir, dass der S&P heute 60 Punkte zugelegt hat. Die Vola ist unter 20 gefallen. Der Dow Jones ist 500 Punkte gestiegen, was weiß ich. Ne? Also hat wirklich richtig Gas gegeben. Und wir sehen auch, dass mal Volumen reingekommen ist. Okay? Hatten wir übrigens letzte Woche auch schon mal oder vorletzte Woche. Dann ist der Markt trotzdem weitergefallen. Aber lieber warteten wir ab, dass wir so wirklich Stärke mal im Markt sehen, mal für 1-2 Tage und nehmen dann etwas schlechtere Prämien in Kauf, die immer noch viel, viel besser sind als viele Monate in diesem Jahr oder viele, eigentlich das komplette Jahr 2017, als dass wir jetzt so quasi auf gut Glück, so naja, es wird schon gut gehen, hoffen, dass es jetzt gut geht. Und deswegen seid momentan immer noch sehr, sehr vorsichtig. Die Chance ist, wie gesagt, ich glaube eher, dass es nach oben weg geht, als dass es nochmal sehr stark weiter nach unten fällt. Wir können es aber nicht ausschließen. Und im Grunde genommen, du verpasst doch nichts. Ne? Selbst wenn du jetzt ein paar Tage zu spät reinkommst, was soll's? Der Markt kann uns auch noch so ein bisschen hier veralbern in den nächsten Tagen. Aber selbst wenn der Markt jetzt zurückschnappt, müssen wir uns sehr, sehr genau anschauen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er jetzt nach oben wegschnappt und dann ohne zurückzublicken neue Allzeithochs ansteuert. Es kann ja auch durchaus sein, so wie wir es im Februar hatten, der knallt jetzt erstmal ganz ordentlich nach oben weg, legt dann nochmal den Rückwärtsgang ein und testet dann zum Beispiel dieses Tief nochmal. Also dass wir so ein V jetzt hier bekommen, ist auch jetzt nicht so mega wahrscheinlich. Okay, also deswegen, wir werden genug Gelegenheiten haben. Die Vola ist hochgegangen, in vielen anderen Märkten auch, also auch in Öl und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ein schönes Umfeld. Aber gerade wenn ihr im Aktienbereich, im ETF-Bereich, ETN-Bereich unterwegs seid, dann seid immer noch vorsichtig. Okay? Wir haben diese Panikzeichen, alles gut. Das heißt, die Ampeln grün, 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 grün. Es gibt viele Ampeln, die auf grün sind. Die Charttechnik ist alles auf rot. Und deswegen brauchen wir jetzt quasi noch einen Katalysator, der uns sagt, oder einen Entscheider, der uns sagt, so, und jetzt gehen wir rein. Und da wäre mir persönlich das Liebste, so ein 90%iger Aufwärtstag. Ne? Also, dass man wirklich richtig Volumen in die Märkte kommt. Ist kein Wunschkonzert, aber ich möchte euch nur bitten, seid noch vorsichtig, rennt jetzt nicht blind rein, das kann gut gehen, ne? Aber es kann eben auch richtig teuer werden. Denkt an den Schlüpfergummi. Okay, in diesem Sinne. Für alle nochmal der Hinweis, die jetzt mit dem Panikzeichen, die nichts mit Cash Secured Puts, mit Short Put Systemen, mit Volatilitätssystemen, ne, auch das haben wir mit reingebaut, hier noch gar nichts anfangen können, schaut euch das kleine Konten an, die Neuauflage, die ist komplett neu gemacht, komplett auch weitere, viel mehr Inhalte drin als bei den letzten Malen. Und wer will, kriegt sogar noch für einen Mega-Hammer-Preis die letzten 4 Ausgaben mit dazu. Guckt euch das hier unten an. Ansonsten, seid bitte vorsichtig. Okay, der Markt rennt uns nicht weg. Ich bin sehr überzeugt davon, den gibt es auch noch nächste Woche. In diesem Sinne, auf eine spannende Woche. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.